Wollen wir nochmal kurz einen Countdown geben? 3, 2, 1, go! Go. Das ist so assi. So, guck mal hier, hier ist Licht an. Die kämpfen! Ich will nichts sagen, aber da hinten wird gekämpft. Wo ist mein Anti-Aliasing? Ich muss es ausstellen. Oh mein Gott, Enzo, wie hörst du dich an? Warum habe ich keinen Sound? Warum hast du eine Maske auf? Ich hab alles Spiel getestet. Jetzt. Nee. Das ist nicht lustig. Doch, ist es lustig. Ich hab im Spiel keinen Sound. Ich hab nur die Scheiß... Warte mal. Moment. Ich hab sogar alles getestet. Es lief doch gerade eben. Es gibt einfach Tage, da hasse ich mein Leben. Weißt du das? Es lief gerade alles. Es lief gerade... Fickt euch hart, ey, wirklich. Ich könnte mich mal am Arsch lecken. Freunde, Granate! Granate! Wir müssen irgendwie... Komm schon! Come on! Wir müssen da irgendwie liegen, hin! Ich hab ne Boomshot, geht in Deckung! Alter! Ich komm hier rein, neben mir stirbt der Roboter! Eine Fresse. Ich schick ne Granate. Das habe ich ja gerade gemacht. Ach so! Deswegen habe ich gerade nicht gesehen. Ich down war. Eine Fraktion gibt ihm Deckung! Na klar, renn doch mal weg. Ich brauche Munition. Da oben ist ein Typ mit einem Schutzschild. Ich bin auf dem Weg. Wir sind schon dabei. Tommy, du meinst das 4,5 Meter große Ding, was uns da auf uns die ganze Zeit schießt? Ja, genau. Nein, das. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, gar nicht? Nee, deswegen. Gerade einen Erfolg bekommen. Nice. Vorhin auch, als ich euch gestimmt habe, habe ich auch einen Erfolg bekommen. Ja, weil du jetzt endlich mal Eier am Sack hast. Krass, dass dieser Erfolg jetzt erst eintritt. Nach 3 Millionen Folgen. Stimmen Sie effektiv einen Team. Jetzt erst geschafft, nach ungefähr 5 Jahren Stim-Besitz. Wow. Okay, wir haben es geschafft scheinbar. Ja. 4 bis 6 Wochen später. Ich weiß aber, wann jetzt. Das ist auf der Schau! Cheat. Ha! Ich bin ihn einfach evaded. Ich hab ihn so krass evaded, Mann. Oh, dam. Schnuppi-duppi-duu. So, wo ist das dicke Tier? Das dicke Tier, das hole ich mir. Das dicke Tier, das greift gerade den LKW an. Den wichtigen, den wir brauchen. Das ist Kacke. Der kommt doch so nicht durch den TÜV, Junge. Öffne dich, mein Freund, öffne dich. Warum sind wir überhaupt stehen geblieben? Warum sind wir nicht einfach weitergefahren? Hätten das ganze Übel einfach mal drauf geschissen, dann wäre das cool gewesen. Cool, dass ich gerade reingespawnt bin in den LKW. Ich wollte mir noch die Munition holen, Alter. Fühlt sich nicht so adäquat an, wie ich es mir vorstelle. Wow, Big Boy. Kuritz! Kuritzi. Das Vieh kannst du irgendwie knicken, das kriegst du nicht hin. Oh damn. Du bleibst jetzt hier nicht stehen. Ran an die Waffen. Okay, ich nehme mal hier die rechte Seite. Alter! Uff. Nice, Mann! Wie geil! Alter! Wie geil ist das? Oh, was zur... Das war das nicht der große Wurm. Jetzt kommt Sweetheart. Da kommt Sweetheart, Alter. Der hat Durchfall, Alter. Wir geben euch Deckung. Ja, genau. Alles klar, gut, dann. Das ist keine Deckung, die halt wirklich Sinn macht. So leicht wirst du mich nicht los, Baby. Cole, was machst du da? Ja, das freut mich auch. Der reißt jetzt bestimmt den Kiefer auf. Gute Idee. Schade. Oh, shit. Rip Cole. Damn. Das wird doch nix.
Der Russe richtet's, komm. Abmarsch. Es sind aber schon zwei Leute in dieser Story gestorben, Mann. Wir sind kacke Leute. Wir kommen langsam zum Ende. Wow, okay, ist mega laut. Das Pedal ist am Anschlag. Wow. Ist auf jeden Fall übrigens eine der letzten Sachen, die ich sehen möchte, wenn ich hinten aus dem Fenster rausgucke, ne? Just saying. Ja. Ich glaub, das war's. Nee, war's nicht, Alter. War es nicht. War es der Typ steht ja einfach so in der Mitte hier, der eine Gier hier in der Mitte, der steht ja einfach so und schaut sich so die Situation und denkt sich, ja, oh, ist gut. Der Dude, warum fahren wir hier durch Lava? Oh mein Gott, das wirkt fast wie gescriptet. Ja, aber dieses Teil der Spiel, ab einem gewissen Punkt fühlt sich das irgendwie so unfertig an, weißt du, wie ich meine? Weiß ich nicht, keine Ahnung, so ein paar Szenarien, die wirken halt so leblos im Vergleich zum Rest des Spiels so. Darf ich bitte ausstellen, danke? Lass sie nicht über die Mauer kommen! Lass sie nicht über die Mauer kommen. Warum habe ich jetzt die Talon draußen? Ah! Dropshot. Wow. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gemacht habe oder sowas, aber ich glaube nicht. Ihr müsst hier hoch. Na los, komm schon! Wieso sehen die Gears aus wie aus Doom? Richtig. Alter, was ist das? Alter. Warum werden immer mehr größere Waffen vorgestellt? Weil das Spiel einfach immer härter wird. Attacke, Jungs! Ganz hinten, hinter den Gebäuden noch, so ganz. Boah, leicht. Könnt ihr mal stillhalten? 5,5 Meter groß und schwebt in der Luft. Es fängt sich währenddessen kein weiterer Gegner an. Zeig mal ein bisschen Pro-Skill. Ich glaube, wir haben's. Wie war das jetzt die Mission? Nee, nee. Da schweben 5 Schwärme vor dir rum. Keinerlei irgendwas anderes oder sowas. Das war jetzt alles. Mhm. Abwarten, Tischbänke. Ja, ja. Alter, der hat ein Stück Brust rausgekotzt. Ah, schießt. Ah, er hat mich. Ich komme. Schieß dir die Finger. Oh, really? Ich kann auch. Das Vieh krabbelt hoch, ne? Ihr könnt die nochmal benutzen. Die ganz große. Was? Wo sind sie? Die rechte ist kaputt. Also geht ja nicht. Ich kann es nicht machen. Echt so? Ja, ich sehe ihn, aber ich kann es nicht benutzen. Was mach ich da? Ich opfere mich. Das ist ein Arsch. Ich krieg hier einen Erfolg nach dem anderen, Alter. Schon der dritte hinter. Wow. Mach's gut, Steve. Ich hatte gerade keinen Sound. Ich hab auch das ist ein stilistisches Sound. Mittel. Das ist ein okay. Stilistisches Mittel. Auch. Es sieht bombastisch aus. Aber nur so grob. Also ihr habt auch... Vielleicht soll es dramatisch sein. Ja, genau. Es ist okay. Dramatik! Ich dachte nur gerade, dass mein Spiel schon wieder kaputt ist und ich nichts... Nein, alles gut. Es ist nur Dramatik. Alles gut. Alles eine Sache der Dramatik. Ich hab mich geopfert. Dramatic. Steve! Was hast du getan? Ich nenne dich auch nie wieder Chris. War ich doch nicht so unbrauchbar. Steve hat sich für uns geholfen. Guck dir das Loch an. Guck dir das Loch an. Das ist die Stelle aus dem Trailer. Alter Schwede. Sieht ziemlich cool aus. Wow. Also ich weiß nicht, ob dieser Planet noch so bewohnbar ist. Irgendwie sieht nicht so cool aus, tatsächlich. Das ist Fars Brille? Ach nee. Sorry, Ans. Du spielst jetzt Fars. Er lebt noch. Ah. Wer ist er denn? Achso, ah! Ach, er war der Dude, der den Roboter. Robot-Boy. Ja. Robot-Boy. Vielleicht spiele ich den auch jetzt. Oder ist es vorbei? Zieht's euch rein. Wie hat das aussieht? Schwer danach ausfasst, ne? Ich glaube, das war der Endboss. Ja, ich danke auch. Ich glaube, das war der Endboss und das perfekt zum Folgenende. Super. Es wäre ja tatsächlich dann genau aufgegangen. Ach, weißt du, warum wir nichts hören? Wir haben ja auch die ausgestellt. Wahrscheinlich ist da Musik. Achso, ja, stimmt, das kann gut sein.
Lol, so müssen, die ganze Zeit. Müssen wir jetzt singen? Unverständlich. Da kommt die harte Bitch. Oh yeah. Ich hab übrigens einen Trailer. Oh Gott, Alter, halte doch mal die Fresse. Ich hab Oh, Ton, Moment. Okay, sorry. Was ist jetzt los? Ende. Baby, strip für mich. No way! Yeah. No. Gears 5! Und da müsste jetzt Musik kommen, jetzt müssen wir singen. Ich hab übrigens einen Trailer gesehen. Was? Für ein... Ist okay. Wie fandet ihr das Spiel? Ich fand's gut. Hammer. Hammerbrust. Das ist super schön. Ich find's halt nur asozial, dass ich gerade mal die letzten anderthalb Stunden auf Ultra spielen konnte. Das stimmt tatsächlich, ja. Schön. Wir stellen uns jetzt noch hier dramatische Musik vor, während wir noch reden. Ich darf ja nicht singen, sonst werfen mir die Leute Geld hin, damit ich aufhöre. Wir messen mit Messern und Fällen. Und Hammerbrust. Und Sackhaare. Und Komponenten. Wie lange müssen wir uns jetzt diesen Outtake ich hab auf Escape. Diesen Dings auf angucken? Auf der anderen Seite, ich lasse es mal durchlaufen. So ganz ohne Musik ist es ja eigentlich relativ unspektakulär. Kampagne? Wieso läuft hier ein Countdown? Ha. Oder wurden aus dem Spiel entfernt? Ja, zu Recht. Das habe ich so einprogrammiert. Es war sehr kurzweilig tatsächlich. Laut Angaben hat das Spiel eine Story von 8 bis 10 Stunden. Ja, siehst du, wir haben auch auf Mittel gestellt. Ich bin 1000-mal gestorben. Tommy ist vor allem 1000-mal gestorben. Tommy ist vor allen Dingen. Guck mal, Cindy Wong hat auch mitgemacht. Wer zum Henker ist Cindy Wong? Aber Grüße gehen raus, liebe Cindy. Wenn du das siehst, sei gegrüßt. Wenn irgendjemand das sieht, Grüße. Liebe Freunde da draußen, das war GS5 vom Genesis Squad. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es uns unten drunter in die Kommentare und lasst ein Däumchen da und natürlich ein Abo. Wir sind raus und wir sehen uns im nächsten Let's Play hier auf dem Genesis Squad. Bye, bye. Wollen wir das wirklich als Let's Play abstellen? Fuck, ich habe nicht aufgenommen.